Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel hier auf meinem Kanal. Und da habe ich wirklich Bock drauf. Da freue ich mich wirklich. Beer Factory. Leute, wir haben damals schon den Prolog gespielt. Kam super duper bei euch an. Und jetzt habe ich endlich Vorabzugang von diesem Spiel bekommen. Und kann euch endlich vom Beer Factory Simulator ein bisschen was zeigen. Ich würde gerne Let's Play starten. Deswegen schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wenn euch das Game gefällt. Wollt ihr mehr sehen, lasst gerne ein Däumchen da. Ich habe da richtig Bock drauf. Wirklich ein Game, auf das ich mich einfach gefreut habe. Eine eigene Biermarke, das ist doch mal was. Obwohl man ja einfach mal sagen muss, ich trinke überhaupt kein Bier. So, ich würde aber sagen, jetzt starten wir rein. Ach, freue ich mich, Leute. Ich freue mich. Endlich die eigene Bierfabrik. Da ist er. Ah, der Prolog war schon cool gewesen. Wir müssen zwar am Anfang relativ viel mit der Hand machen, aber das Coole an der Sache ist, dass wir das Ganze voll automatisieren können. Bis zum Schluss mit einer eigenen Abfüllanlage und so weiter und so fort. Und ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Das Game wird, oh, lasst mich lügen, am 10. Ich glaube am 10. Januar, 11. 12. Januar, irgendwann wird es auf Steam rauskommen. Schaut da gerne mal nach. Ich glaube 10. Januar, aber ich kann mich auch täuschen. Na gut, schauen wir erstmal rein und starten in die Selbstständigkeit. Okay, mit dem Budget ermöglichen uns, diese alte Fabrik zu kaufen. Bevor wir sie endgültig in Betrieb nehmen, müssen wir den Strom wieder einschalten, die Fabrik reinigen und einige Renovierungsarbeiten durchführen. Der Vorbesitzer hat eine Maschine in dem abgerissenen Teil der Fabrik zurückgelassen. Vielleicht können wir sie wiederherstellen. Ich schaue nach ein paar Subventionen, während ich darauf warte, dass du die Fabrik aufräumst. Ah, bevor ich dich verlasse, ich habe gehört, dass die Fabrik besetzt worden ist. Aber vielleicht ist das nur ein Gerücht. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal. Erstens, ob hier irgendjemand... Oh, Moment, ich muss die Maus langsam einstellen. So, perfekt. Ich würde sagen, dann einmal Schlüssel rein, Barriere öffnen. Oh, ist das schön. Unsere eigene Fabrik hier. So, gut. Das Erste, was wir machen müssen, ist die Tür zum Fabrikbüro öffnen. Und wahrscheinlich den Strom... Ach, du heiliger Bimbam. Also, hier sieht es ja richtig übel aus. Und wahrscheinlich... Erstmal... ist klar. Die Bude sieht aus wie Sau. Randalismus. Hier wohnen irgendwelche Leute drin, die wir nicht gebrauchen können. Alles ist zerstört, aber... Eine nagelneue Kaffeemaschine ist am Start und wir holen uns erstmal einen Kaffee. Ist ja kein Problem. So muss das sein. Fühle ich. Fühle ich zu 100%. Wir haben übrigens 1099 Kohlen auf dem Konto, Dollaris. So, Kaffee trinken. Ist mal rein mit dem guten Gesöff. Gut, wirf einen Blick auf den Sicherungskasten. Das sollten wir machen. Das hier übrigens, Leute, wird unser neues Fabrikgelände. Das können wir da hinten noch erweitern. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Bin auch sehr gespannt, wie sich zum Prolog alles verändert hat. So, finde und schnappe dir die Sicherung. Oh, hier fehlt eine Sicherung. Okay, guck mal, da müsste wahrscheinlich hier im Büro liegen. Genau, da ist ja der Schutzschalter. Und dann schmeißen wir den einmal hier rein. Der fehlt hier irgendwo. Genau, zack. Oh, wer ist er denn? Das ist irgendein Rowdy ist da. Francis. Habe ich irgendwie, wie kann ich den denn? Verjage den Penner, indem du Gegenstände auf ihn wirfst. Oh. Gegenstände, Moment. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein neues Tuning-Teil erhalten. Spoiler 0. Pimp my Forklift. Pimp my Gabelstapler. Okay, witzig. Wie kann ich denn Sachen auf den werfen? Was brauche ich denn? Warte mal. Vielleicht hier so einen alten Sack? Ja. Greifen. So, raus. Francis. Nimm dies, du Schurke. Oha, oh, was ist denn da drin? Flaschen? Batz, Junge. So, perfekt. Okay, was hat der denn jetzt hier hinterlassen? Eine Kiste. Noch ein Tuning-Teil, Propan. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, Francis, ich hoffe, das war dir eine Lehre. Ich hoffe, das war dir eine Lehre. Gut, wir sollen die Tore der Fabrik öffnen. Na, dann tun wir das noch einmal. So, herzlich willkommen. Nimm den Müll und stelle ihn in die Tonne. Guti. Dann heißt jetzt hier erstmal, ach, hier draußen haben wir unseren Container. Perfekt. Das heißt, wir können erstmal unseren ganzen Müll hier einsammeln und den quasi entsorgen. Hier sieht es aber auch übel aus, muss man ehrlich sagen. Kauf deinen Besen im Werkzeugladen. Okay. Perfekt. Neuer Rekord. Oh, 3 Mülltüten entfernt. Neuen Rekord aufgestellt. Naja, gut. Wirklich so, dass ich der Erste bin.
So, einen Besen kaufen oder beziehungsweise einen Wischmopp. Werkzeugtisch, Gabelstapler können wir kaufen. Oh, wir können so viele Sachen hier oben machen. Das wird richtig gut. Richtig gut. Für 20 Dollar gibt es erstmal einen Besen. Damit können wir erstmal hier die Böden säubern, den ganzen Dreck wegmachen und hier erstmal ein bisschen für Ordnung sorgen. So, wo steht er? Da steht er in der Ecke hier irgendwo. Da ist er. Ist Francis schon wieder da? Hey Francis, was ist los? Vielleicht soll ich ihn aber auch, vielleicht stellen wir Francis auch ein. Guck mal, so ein alter Landstreicher, der nicht weiß, der sucht vielleicht auch einen Job oder jemanden, der ihn unterstützt. Man weiß es ja nicht. Oh, das ist Öl. Haben wir uns direkt den Wischmopp versaut. Kauf einen Werkzeugtisch, okay? Das war's schon. Mit sauber machen. Gefällt mir. Okay, dann lasst uns einen Werkzeugtisch kaufen, Leute. Wie stecke ich den denn wieder weg? Achso, da unten. Eins. Sehr gut. Computer. Werkzeugtisch für 75 Dollar. Ist alles noch im Rahmen. Müssen wir noch nicht ganz so viel Geld ausgeben. Das ist echt schön. Sieht auch gut aus, muss man echt sagen. Grafisch gefällt es mir echt gut, das Spiel. Ich finde, es hat auf jeden Fall Potenzial. So, Werkzeugkasten ausrüsten. Dankeschön. Was können wir denn jetzt machen? Öffne das Baumenü. Neue Rubrik im Hilfemenü verfügbar. Öffne das Baumenü. So, okay. Okay, interessant. Wir können uns ein Lagerregal kaufen, Platz für Paletten, eine Kaffeemaschine, ja gut. Und dann haben wir hier noch ganz viele andere Sachen. Abfüllmaschine und so weiter und so fort. Dekorative Sachen können wir auch noch kaufen. Ja, interessant. Kaufe ein Lager. Gut. Moment, ein Lager. Wo sollen wir das hinstellen? Ist egal. Wenn nicht, dann stelle ich das erstmal hier an die Wand. Vielleicht hier so, hier hinten. Na, oder? Warte mal. Ist das egal? Warte mal, dann können wir es ja vielleicht auch hier hinstellen. Da liegt noch Müll. Passt es auf die Seite? Auf die Seite wird es gut passen hier. So, zack. Okay, benutze deinen Werkzeugkasten und schraube alle Schrauben fest. Ach du heiliger Bimbam. So. Ach so, ich muss mit der Schraube nach unten kleiden. Oh Gott. Ich muss mit der Schraube nach unten kleiden, glaube ich. Dann zieht er das mit einmal an. So ist fest. Hier ist noch nicht fest. Ja, da, okay, das war noch nicht fest. Ach so, okay. Nee, nicht bewegen. Die Schrauben, das war's. Wir müssen nur die eine Seite benutzen, einen Werkzeugkasten, um alle Schrauben festzuziehen. Habe ich doch gemacht. Ach, hier anschrauben. Müssen wir doch alle machen. So. So. Okay, die müssen richtig fest sein. Richtig im Beton verankert. Ich hätte schon gewundert, wenn ich nur ein Dings angezogen hätte. Nur ein so ein Träger oder was das ist. So ein Fundament. Fundamentträger, wo alles andere dann draufgesteckt wird von dem Schwerlastregal. Oh, der war richtig gut. So. Okay, perfekt. Benutze deinen Werkzeugkasten, um alle Schrauben festzuziehen. Habe ich doch gemacht. Ich habe alle Schrauben festgezogen. Kann ich hier noch irgendwas anschrauben? Nee. Doch, hier ist noch eine. Achso, es waren erst drei. Ich habe erst drei Dinge angeschraubt. Okay, dann schrauben wir jetzt noch das völlig fest. Ist natürlich wichtig. So, jetzt haben wir den Dreh auch raus hier. Perfekt. Findet das die erste Stütze. Ich würde sagen, die erste Stütze ist die da. Gut, die sogar markiert. Ja, damit. Und dann einmal hier die absetzen. Perfekt. Okay, muss erstmal mit der Steuerung hier so ein bisschen klarkommen. Aber jetzt funktioniert es. Finde die Platte. Okay, einmal die erste Platte und dann noch die zweite Platte. Gut, perfekt. Unser erstes Lagerregal ist fertig. Erhöhe den Ruf der Fabrik auf Level 2. Gut, dann würde ich sagen, räumen wir erstmal den Müll ein bisschen auf. Zap, zap, erstmal die ganzen Müllsäcke weg. Dann können wir noch hier die ganzen... Ups. Oh, das wär fast ein guter Michael Jordan geworden. Dann können wir noch ein bisschen den Boden wischen. Können noch die kleinen, die Bierflaschen, die Kartons und das alles wegräumen. Und dann sollten wir wahrscheinlich schon auf Level 2 sein. Und die erste Maschine kaufen können. Beziehungsweise müssen wir auch Waren bestellen. Wir müssen Getreide bestellen. Müssen dann Getreideschrot machen sozusagen. Und das Ganze in Säcke abfüllen, wieder verkaufen. Okay. Dann lasst uns... Ach, guck mal.
Echt? Echt jetzt? Ich weiß ja nicht, was es mit den schwebenden Kartons auf sich hat, wenn ich ehrlich bin. Das kann ich ja nicht so genau sagen, aber das sind echt eine Menge. Oh Gott, das sind echt eine Menge Müllsäcke, die hier zusammenkommen. So. Tschuck. Francis, du machst mal einen ruhigen da draußen. Bitte keinen Stress machen. Ja. Upsala. Vielleicht ist in diesen Säcken auch, vielleicht ist in diesen... Ach, alles klar. Räder, neues Tuning-Teil habe ich erhalten. Genau. Diese Kartons beinhalten neue Teile. Gut, Büro sieht ja schon mal ganz vernünftig aus eigentlich. Können wir hier reingehen? Ne, hier können wir noch nicht reingehen. Guck mal, hier den Müll noch wegmachen. Zap, zarab. Was macht er denn? Oh, ist er ausgewichen? Er ist ausgewichen und hat einen Backflip gemacht. Was ist mit Francis los? Verpiss dich. Oh, was war das denn? Oh, die Sau. Ich treffe den nicht. Hau ab jetzt, Mann. Kann ja wohl nicht wahr sein. So alter Rüpel hier. Gut. Okay, perfekt. Ich würde sagen, wir schmeißen erstmal die ganzen Müllsäcke hier hinten rein. Vielleicht haben wir ja dann schon Level 2. Einmal. Oh Gott. Zweimal. Guck mal, das geht nämlich schneller als gedacht. So. Die alle weg. Und Level 2. Perfekt. Ein neuer Anruf. Neue Fabrikerweiterung verfügbar. Gute Nachrichten. Ich habe einige Subventionen für deine Fabrik gefunden. Du wirst eine Überweisung erhalten. Mit dieser Menge solltest du in der Lage sein, die Trennwand in der Fabrik abzureißen und die Maschinen im hinteren Teil zu renovieren. Wenn du mehr Geld brauchst, gibt es einige Investoren, die interessiert sind. Geh zum Computer, um mehr zu erfahren und sieh dir deine Investitionsbedingungen an. Okay, perfekt. Mach mal sofort. Erstmal hier noch wenigstens schnell die letzten Müllsäcke aufräumen. Das gibt nämlich wichtige Punkte zum Leveln. So, können wir hier den Müll gleich noch wegräumen? Deswegen es hier bei den Container ordentlich aussieht. So. Okay, sieht auch ganz gut aus. Das hier, denke ich, bleibt liegen. Perfekt. Guti, dann gehen wir einmal zum Computer und schauen uns mal an, was für Investitionen wir bekommen haben. Gabelstapler können wir kaufen. 8500 haben wir jetzt. Bauunternehmen. Maschinenraum müsst zum ersten Erweiterungen. Das kaufen wir. Perfekt. Dann brauchen wir aber definitiv auch einen Gabelstapler. Ah, den können wir doch gar nicht bauen. Industrielle Maschinen. Getreidemühle. Kaufen wir. Unsere erste Getreidemühle, Leute. Geil. Sehr gut. Bin ich sehr gespannt. Neue Rubrik im Hilfemenü verfügbar. Wunderbar. Da müssen nämlich die ganze Getreidesektion rein. Da können wir nämlich die ersten Aufträge auch annehmen. So, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz schauen. Investor. Hier steht da, geliehenes Geld, 1000 Benefits Shared 500 und Interest 7,5%. Oha. Das ist, oh, eine Holding Society, individuell, okay, großer Investor quasi. Vertrag, das ist unser Vertrag, den wir haben. Veredeln 19 Säcke mit rohem Malzkorn. Das würde ich jetzt einfach mal annehmen. Das gibt uns nämlich ein bisschen Geld und schon mal 27 Punkte. So, wie viele Säcke waren es? 19 Säcke. Das heißt, wir bestellen jetzt hier erstmal 19 Säcke rohes Malzkorn. Einmal hinzufügen. Und ordnen, heißt zwar ordern, aber gut, macht ja nichts. So, Bauunternehmen, genau. Gabelstapler können wir leider noch nicht kaufen. Ich glaube, da sieht es erstmal ganz gut aus. Ach, hier einen Hubwagen haben wir, sehr gut. Okay, dann würde ich aber mal ganz gerne, wartet mal, lass mich mal hier meinen Schrupper noch rausnehmen. Lass mir wenigstens mal hier diesen großen Schandfleck noch wegmachen. Das sieht ja unmöglich aus. So. Na, was ist jetzt los? Warum geht er nicht weg? Jetzt. Okay, dann ist das nämlich hier erstmal alles wieder ganz schicki und ganz schön. Wir haben eigentlich ganz gut aufgeräumt. So, guck mal, da ist die erste Lieferung da. Fahrzeug fahren. Okay. Interessant, ein Hubwagen. Öffne die Hinterklappe des LKWs und lade ihn ab. Ja, ich bin ja schon dabei. So, muss ich das erstmal hier... Warte mal, ich mache erstmal... wie komme ich denn hier raus? Wie komme ich aus meinem Hubwagen raus? Boah, Hubwagen fahren ist echt nicht so geil. Kuh anheben. E herunter bewegen. Und wie komme ich aus dem Hubwagen raus? Ah ja, mit C.
Okay, was ist das? Tür öffnen. Ich weiß nicht, was ich jetzt in die Hand genommen habe. So, gut. Dann. Jetzt muss ich aber erstmal irgendwie, muss man das doch hier hochlassen. Ah, jetzt hier mit Kuhkörper anheben. Perfekt. Okay, dann hier einmal rein. Oh. Einmal anheben, das gute Stück. Jawohl. Oh, ganz hochgepumpt. Jetzt müssen wir nur auf... müssen wir nur aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. So. Und mit E können wir absenken. Sehr gut. Oh, das haben wir gut gemacht. Das lief schon mal spitzenmäßig. Okay. Gut, wunderbar. Muss heute die Palette hin. Schalte eine neue Getreidemühle ein. Ja, mach mal. Wir fahren direkt mal hier. Oh, guck mal. Der LKW fährt direkt wieder weg, glaube ich. Ja, perfekt. Da haben wir das erledigt. So, dann fahren wir den mal hier hinter zur Getreidemühle. Die ersten 19 Säcke, dass wir hier unseren ersten Auftrag veredeln können. Oh, der ist ein bisschen wackelig. Was ist da los? Ist ein bisschen am Wackeln hier. Ich glaube, ja, die Räder sind auch nicht die größten, die da drauf sind, habe ich so das Gefühl. Vielleicht muss ich mir ein bisschen runterlassen, wird er stabiler. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir den erstmal hier rein. So, Wagen wieder raus. Perfekt. Gut, schaltet die Getreidemühle ein. Das heißt, wir müssen erstmal hier die Engine einschalten. Zap, zarab. Dreckig. Oh, nimm die Rohstoffe, nimm den Rohstoffsack von der Palette. Ja, aber ich muss erstmal reinigen hier. Guck doch mal, wie es hier aussieht. So, warte mal. Ich muss... Ah, guck mal. Jetzt ist sie sauber. Jetzt können wir das hier... Perfekt. So, erstmal hier den ganzen Krempel und den ganzen Müll weg. So. Warte mal. Das kann ich ja gar nicht sehen hier. Wir sind hier eine Bierbrauerei, wollen wir werden. Wenn hier mal ein Investor kommt oder irgendwie die Aufsicht oder sonst was und hier ist es so dreckig, Leute, da kriegen wir riesen Ärger, kriegen wir da. So können wir nicht arbeiten. Würdet ihr euer Bier auch nicht trinken wollen? Aus dreckigen Flaschen. Mit dreckigem Malz. So, wenigstens mal ein bisschen Verordnung schaffen. Okay. Dann nehmen wir den ersten Sack und packen den einfach mal hier drauf, würde ich meinen. Förderband S, neuer Braubacher Gegenstand. Gut. Läutere einen Sack Malz. Läutere einen Sack Malz. Ein paar Tipps findest du in der Rubrik Getreidemühle im Hilfemenü. Ja, kein Problem. So, jetzt geht das da rein. Und sollte eigentlich... Korn verfeinern. Ist er schon oben? Ich sehe es gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Soll ich Korn verfeinern machen? Okay, perfekt. Der erste Sack. Batz. Da ist er. Gut, wunderbar. Das heißt, wir können wahrscheinlich erstmal die Getreidemühle speisen mit den Säcken. Kauf einen Gabelstapler. Och, da muss ich erst wieder zurück. So, Moment. Dann kaufen wir mal einen Gabelstapler. Kein Problem. So, 500 Dollar. Oh, jetzt sind wir aber auch schon ziemlich pleite. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir noch auf dem Dings haben. Wie viel Geld wir noch auf dem Konto haben. Warte mal. 159? Das ist ja wohl eine absolute bodenlose Frechheit. 159, das kannst du ja voll vergessen. So, kann ich den jetzt schon fahren? Nee, warte mal, ich muss den, glaube ich, noch ein bisschen pimpen. Finde die erste Gabel. Finde die erste Gabel? Oh, die ist ja draußen. Okay, ich muss den erst zusammenbauen, so wie es aussieht. Guck mal, hier fehlen die Gabeln noch von. Da ist sie. Perfekt. So vielleicht. So, zweite Gabel. Die liegt irgendwo hier drin. Warum kann ich denn nicht mehr rennen? Bin ich zu schwer? Ich kann nicht mehr schnell laufen, Leute. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht brauche ich einen Kaffee. Vielleicht sollte ich mir noch einen Kaffee holen. Ich glaube, der Kaffee ist dafür da, dass ich schnell rennen kann. Dass ich ein bisschen mobiler bin. So, fahre den Gabelstapler. Warte mal, ich brauche erstmal einen Kaffee. Das gibt mir hier, ich bin mir hier zu langsam. So. Ach, traumhaft. VertragsID 001, gepresstes Malz exportieren. Ja, das haben wir noch nicht gemacht. Ich weiß. Wir haben noch 2 Flecken und 12 Müllsäcke zu entfernen, übrigens. Kaffee trinken. Oh, traumhaft. So. Jetzt sind wir wieder flott unterwegs. Ich wusste es doch. So, Gabelstapler fahren. Motor einschalten. Wie mache ich das denn hoch und runter? Da. Wo soll ich denn überhaupt hin mit dem Gabelstapler? Bin mir da noch ein bisschen unsicher.
Explodiert deine erste Produktion, legt dazu die Palette mit den veredelten Rohstoffen. Ah ja. Die Palette mit den Gabelstab in den Kofferraum des Pickups. Okay. Gut. Ich würde erstmal sagen, aussteigen. Ich würde erstmal sagen, wir hauen erstmal die ganzen Säcke hier aufs Förderband. So. So. Dass die erstmal alle da hoch können. Und dann nehmen wir die Palette, schmeißen die auf die andere Seite. Und, oh, das ist vielleicht nicht gut, wenn wir die Säcke von unten nehmen. Oh, der nächste Sack. Der nächste Sack. So. 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 Jawohl. So wird da ein Schuh draus, Leute. So wird da ein richtiger Schuh draus. Oh, 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 hier ist ein bisschen Stau. Den nehmen wir mal raus vielleicht. Legen die... Eieieiei. So. Das klappt schon. Das klappt schon. Muss alles rein. Ich hoffe, wir machen keinen Mist jetzt hier gerade. Okay. So. Sieht gut aus. Die gehen alle nach oben. So, und jetzt schnappen wir uns die Palette. Perfekt. Und legen die hier drüben hin. So. Ah, guck mal, da wird das automatisch direkt drauf gemacht. Das ist ja wunderbar. Okay, nee, dann sollte das ja passen. Dann müssten wir ja theoretisch... Warte mal, können wir mit dem Gabelstapler... Ja, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einmal Motor starten, einmal nach unten. Nee, nach unten, habe ich gesagt. So, dann fahren wir hier direkt mal rein. Oh, 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 oh. Also ich will ja nichts sagen, aber das ist ja aber eine ganz komplizierte Sache, ist das hier. Warum ist der Gabel... Och, nee, ey. Vielleicht nehme ich doch den Hubwagen. So, komm, wir fahren den Gabel... Wir fahren den erstmal auf Seite. Ich glaube, der Hubwagen ist da erstmal die bessere Wahl. Moment. Einmal ausschalten. So, komm her hier. Okay. Ich möchte mit dem Hubwagen eins werden, bitte. So. Eieieiei. Kannst du keinem erzählen hier. So. Einmal hier rum. Bisschen anheben vielleicht. Ah, von der Seite fährt man nie in einen Hubwagen. Fährt man nie in eine Palette rein. Da macht man immer die Paletten kaputt. Gibt ganz viele, die das so machen, aber da machst du immer die Paletten kaputt. Oh, was ist denn jetzt? Der Hubwagen außer Kontrolle. So. Oh, ich bin zu dämlich zum Hubwagen fahren, ey. Ohne Witz, ne? Das ist so eine beknackte Steuerung. Das ist dingsverkehrt. Die Steuerung. So, lass mal die Palette hochpumpen. Zap, zap, ab. Dann fahren wir hier. Das ist wirklich seitenverkehrt, die Hubwagensteuerung. Das ist irgendwie total komisch. Und absetzen. Ah, traumhaft. Gut, perfekt. Jetzt geht das los hier. So, jetzt müsste das Korn eigentlich hier säckeweise rauskommen. Och, guck mal. Die Drazifazi. Da kommen sie, die ganzen Säcke. Ich hoffe, die landen jetzt alle ordentlich auf der Palette. Ich sehe es natürlich nicht, aber ich glaube schon. Ja, es sieht perfekt aus. So, 19 Säcke, dann laden wir das in den Dings ein, in den Transporter. Und dann haben wir unseren ersten Auftrag ausgeführt. Oh, ich freue mich drauf. Richtig gut, ich freue mich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okidoki. So, letzten Säcke noch durch. Müsste gleich soweit sein. Oh, 19 Säcke sind nicht wenig, Leute. Ich sage ja, am Anfang, hier ist noch einiges an Handarbeit gefragt. Aber sobald wir dann die ersten... automatisierten Maschinen haben und so weiter. Vielleicht auch den ein oder anderen Mitarbeiter einstellen können. Das kommt nämlich auch noch dazu. Können wir hier richtig schön Bier brauen. So, lass mich mal raus. Jetzt versuchen wir unser Glück mit dem Kollegen hier nochmal. Weiß nicht, ob ich vielleicht hier drunter fahren sollte. Boah. Kannst du keinem erzählen. Kannst du keinem erzählen. Also ich kann euch sagen... Gabelstapler fahren, absoluter Hass. Aber, wenn man sich ein bisschen anstrengt, geht's. Kommt der letzte Punkt noch. Ja, komm, was soll's. So, ich glaube, die Palette ist erst richtig fixiert. Wisst ihr was? Ich versuche jetzt einfach so rauszufahren. Was machst du hier? Haust du hier den Müll hin? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, der macht hier Unordnung. Oh, 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 oh.
So, wo ist denn der Transporter, in dem ich das einladen soll? Ist das mein Transporter? Warte mal. In den Kofferraum des Pickups. Okay, ganz kurz, eine Sekunde. Kann ich hier aufmachen? Pickup, Pickup, Pickup. Nee. Dann. Okay, das wird ne. Ey, hör da auf, der fährt einfach. Das wird jetzt eine Meisterleistung, das da reinzubringen. Ja, Mann! Wie geil! Sehr gut. Da hat die KI mitgeholfen. Perfekt. So, gleich nochmal ein paar Müllsäcke entfernen. Gut, das müsste unser erster Auftrag gewesen sein. Der fährt raus. Und noch so Michael Air Jordan. Ach, perfekt. Schließe den ersten Auftrag ab. Mach mal. So, dann gehen wir einmal rein. Schließen den. Oh, guck mal, der nächste Pickup ist schon da. Also die Auslieferung hat quasi schon stattgefunden. Sehr gut. Okay. Dann Auftrag. Moment, Vertrag. 19 Säcke. Fertig. Sammeln. $482, 27 Rufpunkte. Sehr geil. In 27 Sekunden bekommen wir den nächsten Auftrag. Und wir müssen mal schauen, ob wir vielleicht schon die nächsten Sachen bestellen können. Brauerei. Brauerei und Untergrund. Okay. Alter, hier gibt es auf jeden Fall. Also hier gibt es auf jeden Fall noch ganz, ganz wilde Sachen. Lieferung. Was haben wir hier noch alles? Industrielle Hefe. Das brauchen wir dann auch noch alles. Investorengabestapler. Mitarbeiter haben wir noch nicht. Oh, warte mal. Räder. Ich kann mein Gabel. Geschwindigkeit 5%. Spoiler. Butan Propan. Turbo. Okay. Pimp mein Gabelstapler also. Gut. Würde ich so lassen erstmal. Würde ich erstmal so lassen. Alter, was ist denn da los? Sieht der jetzt wirklich so... Wir haben einen Spoiler am Gabelstapler und haben einen NOS-Antrieb. So, sehr gut. Finde eine Gasflasche. Das machen wir. Guck mal, da hinten liegt eine. Da hinten sollte eine Gasflasche liegen. Her damit. Tanke den Gabelstapler auf. Sehr gut. So. Kaufe einen Palettenplatz, geh zu deinem Werkzeugkasten, öffne das Baumenü. Ja. So, Baumenü. Einen. Was soll ich kaufen? Kaufe einen Palettenplatz. Palettenplatz? Platz für Paletten. Sehr gut. Jetzt ist ja aber die große Preisfrage. Wo soll der denn hin? Ist egal. Ja, dann mache ich einen Palettenplatz. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Warte mal, Palettenplatz. Naja, dann hier hin, oder? Hauptsache ist erstmal da. So, wechsle in den Verwaltungsmodus, Standardtaste Tab und verbinde einen Arbeitsplatz, orange Anker, mit einem neuen Palettenplatz. Damit legst du fest, wo die Mitarbeiter die benötigten Rohstoffe abholen. Okay. Wechsle in den Verwaltungsmodus, Standardtaste Tab. Verwaltungsmodus? Das ist da aber der Baumodus. Ach so, warte mal, vielleicht hier. Soll ich das wegpacken? Ah, okay. Verbindung? Heuer einen Mitarbeiter an. Okay, jetzt legt er das von dort nach da? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Finch, Francis, jetzt verpiss dich. So, okay, warte mal ganz kurz. Das ist jetzt aber, das ist eine wilde Nummer. So, perfekt. Warte, Mitarbeiter einstellen. Okay, perfekt. Warte mal ganz kurz, wir haben nämlich hier oben Maschinenplatz, Lehrerplatz, verbundener Platz, nicht bearbeiteter Platz, angeschlossene oder gültige Verbindung. Grün ist angeschlossene, gültige Verbindung, nicht bearbeiteter Link. Okay. Derek Johnson. Hi Derek, wie geht es dir? Hi Derek, bleib doch bitte kurz hier.
Bringe deinen Mitarbeiter auf ein höheres Level. Du kannst warten, bis er von selbst Erfahrung sammelt oder du kannst ihm Kurse geben. Okay, reinigen. Arbeiten, folgen, zur Seite treten, hier warten im Büro, warten, Arbeitsplatz zuweisen. Warte kurz. Nee. Bleib mal hier. Reinigen. Erfahrung 0 von 10, Kosten 100, Upgrade. Da würde ich sagen, upgrade mal den Kollege mal. Weise deinen Mitarbeiter dem Einfüllstützen der Getreidemühle zu. okay. Komm mal mit. Da ist dein... Ah, okay. Oh, das ist ja wild. Okay. Bestätigen. Exportiere 50 geschrotete Malzsäcke. 50 geschrotete Malzsäcke. Das heißt, wir müssen erstmal... Ich glaube, das hier vorne habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich glaube, das ist ein bisschen falsch, wenn ich ehrlich bin. Guti, aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Feierabend, dann gehen wir in den nächsten Auftrag rein. Sehr cool. Ich freue mich. Ich freue mich auf jeden Fall. Wird eine spannende Geschichte hier, unsere eigene Bierfabrik aufzubauen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Ciao, ciao.